Lass uns Kisten einsammeln gehen. Nachdem wir gerade so erfolgreich gemordet haben, können wir ein bisschen shoppen gehen. Ich hör zu. Der Kollege hier hat beispielsweise noch 4 Aktionspunkte. Dann läuft er erstmal hier hin. Und guckt mal, was hier unterwegs. Ist. Könnte was Gutes sein. Seltene Kiste. Das heißt wahrscheinlich richtig dicke Beute. Und dann müssen wir noch rüberrennen hier oben und das noch einsammeln. Ansonsten, da ist auch noch was Weißes. Auch noch Dinge, die wir einsammeln können. Okay. Wer hat noch Aktionen außer ihm? Was? Er hat noch deren 3. Ich will aber nicht, dass wir jetzt irgendwas wieder triggern oder auslösen. Wir geben uns mal vorsichtig erstmal in die Mitte wieder. Oder wir ziehen mal mit dem. Genau, wir ziehen einfach nur vorsichtig wieder hier ein Stückchen weiter hier rüber. Ja, rücke vor. Ich will jetzt nicht noch auf die letzte Sekunde mit Einheiten, die keine Aktionspunkte haben hier, noch irgendwas auslösen. Und irgendwelche Feinde triggern. Das müssen wir hier noch einsammeln. Wir gehen mal auf Zug beenden und gucken dann weiter. Ärger im Anmarsch. Maden auf 12 Uhr. So, da hinten kommen die. 4 Stück. Nein, nochmal 4. Das sind ja sogar 8. 8 Feinde. Und Gegnerverstärkung. Ein Loch. Das ist ja eine Granate, clevererweise. Ich wollte uns gerade schon feiern. Ich dachte, wir wären schon super cool gewesen. Wir hätten ja schon fast alles zu Ende gebracht. Jetzt läuft der Kampf erst richtig. Fängt der Kampf jetzt erst so richtig an. Das ist ja unfassbar. Also, die Leute sind ein bisschen zu wüst verteilt. Da müssen wir hin und das Loch kaputt machen. Und was sind das für Feinde hier? Kriecher, das sind die Nahkämpfer. Die sind erstmal da, die können wir kommen lassen. Sind das alles Kriecher? Oh, wir haben Glück. Alles Kriecher sind klasse. Aber wer da rauskommt, das könnte auch schlimmerer sein. Da sollten wir eigentlich nicht eine Granate reinwerfen. Der am nächsten zur Granate ist, ist tatsächlich unser Gabe. Die anderen, einer steht hier, einer steht hier. Einer steht wo? Warte auf Befehle. Waffenexperte hier. Die 3 stehen hier. Erst Verstand. Der am nächsten steht zu dem Loch. Kann er eine Granate werfen? Ja. Kommt er so weit bis dorthin? Das sind andere Granaten. Das sind nur Heilgranaten. Das nutzt uns überhaupt nichts. Der nächstgelegene ist sie hier und ihre Granate ist eine normale. Aber um hier hinten eine Granate reinzuwerfen, muss sie mindestens einen Zug erstmal laufen. Wann kommt der Feind denn dort oben raus aus dem Loch? In wie vielen Runden? Ich vermute in der nächsten. Wird nicht explizit angezeigt, sollte aber sein. Uns bleibt nichts anderes übrig, als dass wir hier mit ihr möglichst dicht rangezogen bekommen. Einmal laufen bis hierhin schon mal. Oh, schaut mal hier oben. Das wäre cool, wir können auf den Turm hoch. Das wäre super cool. Wir laufen einmal Richtung zum Turm hin, hierhin. Nehme Position ein. Dann schau mal, wenn sie jetzt die Granate wirft, wie ob sie jetzt weit genug kommt. Nein. Ach, die Granate, das Loch muss auch erstmal geöffnet werden. Sie kann das jetzt noch gar nicht öffnen. Das Loch muss erst einmal aufgehen. Es ist noch zu früh. Okay. Okay. Das habe ich gerade gesagt, okay. Jetzt wiederholt er mich. Ja. Sie kann aber ihre andere Granate in die Menge reinwerfen. Wie dicht steht... Oh, das täte weh. Aber sie ist ein Stück zu weit weg von denen. Aber wir haben da einen von den anderen Leuten hier stehen. Er ist doch weit vorne. Und seine Granate hat eine Cooldown-Dauer noch. Das ist ja doof. Und dann haben wir ihn noch hier. Zu. Und er kann die Granate einsetzen, aber er steht ganz weit weg. Aber die mitten reinzuwerfen, das wäre verlockend. Können wir ihn denn hier hinlaufen lassen? 2 Runden sind das. Und dann kann er darüber die Granate werfen. Das sollte doch klappen, oder? Drücke vor auf Position. Hier rein. Jetzt die Granate hier rein. Ah ja, natürlich. Guckt euch das mal an. 4 auf einen Streich.
Und eine Granate macht wie viel Schaden? Steht das da erklärt? Auf jeden Fall genug. Lebensbalken wäre futsch. Können wir alle 5 erwischen? Nein. Können wir die 4 erwischen? Ja. Laufe, Granate! Heftig. Eine Made weniger. 4! Aber er kann da nichts mehr machen. Die anderen können wir kommen lassen. 4 Feinde bleiben übrig. Eine können wir sehen. Und 3 müssen im Fog of War sein. Das ist doch schon mal eine sehr coole Geschichte. Sollen wir uns überlegen, ob wir mit ihr hier oben reingehen? Aber wenn, dann kann sie von da oben rein, doch stehen bleiben und dann Feuerschutz und dann gucken, ne? Deckung in diese Richtung. Hier hat sie in 2 Runden Deckung. Komm, wir schicken sie da oben rauf. Dann kann sie auch weit sehen. Eine Aktion hat sie noch. Jetzt decken wir ganz viele Feinde auf. Und zwar 2 Kriecher und 2 sind noch woanders. Auf wen kann sie von hier oben feuern? 58%. Auf den anderen nicht. 58% und sie zieht 150 Punkte ab von 220. Das lohnt sich kaum. Das ist die Waffe mit der geringeren Trefferwahrscheinlichkeit. Und hier kann sie auch gar keinen erwischen. Distanz ist nicht lang genug. Oder wir lassen sie in den, entschuldigt bitte, in Feuerschutzmodus gehen. Wir machen was anderes. Wir testen erstmal die anderen. Wir haben ja noch ihn hier. Ihm geben wir auch die Snap. Und wenn er zum Beispiel bis hier hinzieht. Hoppla, was sind das hier? Zwei Punkte ist mir zu viel. Kann er irgendwo hinziehen wollen? Er hat ja eigentlich eine ganz passable Deckung, ne? Das sind alles Nahkämpfer. Hinten rum kann er nur laufen. Ich glaube, wir lassen ihn hier stehen. Wir lassen ihn hier stehen. Dann hat er 4 Aktionen. Machen einfach einen Feuerschutz in die Richtung hier hin. Und wer dann kommt, auf den wird geballert. Das sind alles Kriecher. Wir machen aber den Kegel nicht zu lang. Die sollen reinlaufen und erst dann angreifen, wenn die Trefferwahrscheinlichkeit eine hohe ist. Wir können auch damit den Feuerkegel machen. Dann können wir den nicht so lang machen, aber wir machen eine kurze Trefferwahrscheinlichkeit. Schau mal hier. Wenn die hier durchrennen, auf die beiden zu, dann würden sie hier erwischt werden. So. Das wäre ein schwererer Schaden. Ich sichere mit 3 Aktionspunkte. Er könnte 3-mal ballern. Und bei ihr? Jetzt nehmen wir erstmal die anderen. Bestätigt. Wir machen ihn noch. Er zieht, wenn die Leute gleich dort aufbrechen, dann zieht er hier mal hin. Eine Aktion von hier, 2 von hier. Ein Aktionspunkt bleibt hier übrig. Hier hingezogen. Hier hat er Deckung in 2 Richtungen. Hier hingezogen. Drücke auf. Dann nehmen wir den Feuerschutz auch für den, aber für die Snap. Feuerschutz für die Snap und hier drauf. Wenn die hier, in dem Augenblick, wo die ohne Deckung hier rauskommen, wird auf 2 von die gefeuert. Auf 2 von die gefeuert, genau. Wir können auch den Lancer nehmen, nur dass die Entfernung ist ziemlich groß. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist zu gering, aber das ist okay. Halte Ausschau. Jetzt kann eine nur noch was machen. Das ist sie. Sie ist hier oben auf dem Turm. Auch die hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Der steht ohne Deckung da. 58er, das machen wir. Komm. Ja. Jetzt kommt der Feind. Jetzt geht das Loch auf. Und wer kommt raus und wie viele? Es sind 3 Feindeinheiten. Direkt reingelaufen. Er kann 2-mal feuern. Und die haben gute Deckung. Aber sie ist auf dem Turm. Boah, 4 Leute, 7 insgesamt. Einer wird getroffen. Die stehen ohne Deckung da. Das sind die Kriecher. Und die haben sich verschanzt. Und jetzt müssen wir erstmal das Loch zuwerfen. Die zukriegen. Das Problem ist, das Loch müssen wir zumachen, sonst kommt nochmal wer. Wer hat die Granate? Sie hat da noch die Granate, oder? Sie hat die in einer Runde. Nein, das ist die Tarnung. Sie kann die Granate von hier oben werfen. Und sie kann entweder die Granate hier reinwerfen oder in das Loch. Bis zum Loch kommt sie, das Loch wird zu. Sie kann die Granate auch hier reinwerfen auf die 3 Leute und kann dann ihre Kameraden retten. Falls sie das macht, was hat er denn hier? Bereit.
Er hat auch eine. Er hat die Heilgranate. Er hat eine Heilgranate. Was macht denn da mit der Heilgranate? Das klappt ja überhaupt gar nicht. Was haben die anderen denn? Kommen die... Er was? Hier hat die normale Granate, Splittergranate, 3 Runden Cooldown. Yeah. Und er hat die Granate auch geworfen. Das heißt, wir haben nur einen, der im Augenblick eine Granate werfen kann, zum Loch zumachen. Und ja. Das ist sie. Sie ist die Einzige, die das machen kann. Sie kann das Loch schließen. Sie hat die Wahl. Entweder schließt sie das Loch oder sie killt die Leute hier. Beides geht nicht. Nur eins der beiden Sachen kann sie machen. Die Heilgranate bei ihm ist vollkommener Quatsch. Er hat in 3 Runden wieder die Granate und er hat die Granate in 5. Das ist nicht gut. Ich würde sagen, wir machen das Loch zu. Weil was nutzt uns das, die 4 hier zu töten, wenn danach nächste Runde wieder Leute rauskommen? Und es steht ja nicht dabei, die kommen in der nächsten Runde, aber ich denke, sie kommen in der nächsten Runde. Chat meint auch, es bleibt uns nichts anderes übrig. Komm mal hier rein, mal gucken. Boah, patschen das geschütztes Händchen. Komm mal hier rein. Ja, es geht. Rein damit. Was soll man sonst machen? Granate raus! Wadenloch zerstört. So, jetzt sind wir alle Granaten los. Wir können nichts mehr machen. Sie hat noch 2 Aktionen von hier oben. Und sie kann feuern mit der besseren Waffe, mit der Gnasher, mit dem hohen Schaden. Auf welche Ziele? 77% hier. Natürlich den ja. 77% Trefferwahrscheinlichkeit. Er hat wie viele Punkte? 500 hat er. Wir ziehen ihm auch nur 350 ab. Was soll man anders machen? Wir müssen 2-mal treffen, dann ist er tot. Lass uns mal anders nachdenken. Wer gibt hier alles Overwatch? Unschuldig bitte. Warte auf Befehle. Aha. Wer gibt alles Overwatch? Der gibt hier Overwatch? Nein, der gibt keinen. Er gibt Overwatch? Ja, die beiden geben Overwatch. Und wenn die beiden im Overwatch unterbrechen könnten, es reicht, dass wir den unterbrechen. Wenn wir den killen würden... Per Hinrichtung zum oder wie auch immer. Wie kommen wir an den hin? Was kann sie von da oben machen? Sie hat nur noch einen Aktionspunkt. Also ihn kann sie killen. Das schafft sie doch. 77% kommt, das packt sie doch. Wie viel hat er noch? Er hat nur noch 150 Punkte. Sie kann auch die Waffe nehmen mit der besseren Trefferwahrscheinlichkeit. 100%. Der zieht dann auch zwar nur 150 ab, aber wie viele Trefferpunkte hat er? Hat er noch genau 150? Könnt ihr das sehen? Er hat noch genau 150 Trefferpunkte. Das ist ja perfekt. Und sie nimmt jetzt die Waffe mit der 100%igen Trefferwahrscheinlichkeit und zieht ihm genau die 150 Punkte ab, die er hat. Das ist doch genial. Bestätigt. Nein, es hat nicht gereicht. Er ist immer noch da. Waren das mehr als 150? Habe ich mich verguckt. Boah, ist das ärgerlich. Das ist nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Aber, doch, wir haben ihn getroffen. Ich habe richtig geguckt. Man muss ihn jetzt noch hinrichten. Wenn sie jetzt, aber sie hat keine Aktion mehr zum Hinrichten. Kann jemand da hinrennen, um ihn hinzurichten? Nein, weil er hier steht... Direkt in seinem Overwatch. Deshalb kann er nicht hinrennen, wenn er ihn hinrichten würde. Dann hätten die anderen mehr Aktionspunkte. Boah, das klappt aber nicht. Er steht hier, er ist festgenagelt. Er kann da nichts machen. Er hat die Kettensäge mit dem Nahkampf. Aber wenn er ihn angreift, wird er in Masse. Er läuft genau in seinen Schuss rein. Das kann er nicht machen. Und die Kettensäge hat auch noch einen Cooldown. Das geht auch nicht. Mit ihm können wir noch kämpfen. Also ihm, er wird gleich ein Problem bekommen. Jetzt wollen wir erstmal hier weiter, normal weiterkämpfen. Das ist das beste Gewehr. Das ist seine Malcha.
damit kann er dem hier, ihn kann er schon mal exekutieren mit 70%, ihn mit 69% exekutieren und ihn mit 70. Er hat 220 Punkte, 220, 17 und die Waffe, die Malcha, zieht ab immer 300. Das heißt, alle drei werden exekutiert. Dann beginnen wir mit ihm. Oh, das reicht aber nie und... Doch, es reicht mit dem Magazin. Einmal. Schon alles? Danach hat er freie Bahn. Er hat noch zwei Aktionen. Bajonettangriff, drei Runden und damit kann er damit den hier hinten erreichen. Kann er ihn damit... Wie viel hat er denn noch? Drei Aktionspunkte. Kann er... Nee, er kann ihn nicht erreichen. Er ist zu weit weg. Und auf ihn würde er das sicher nicht verschwenden. Er kann aber am weitesten laufen. Wir nehmen ihn und machen mit ihm die endgültige Exekution hier vorne. Mit dem hier 89%. Jetzt hat der andere den Weg frei und hat drei Aktionen. Mal gucken, was wir mit ihm machen. Okay. Er hier. Er hat drei Aktionen. Wir können dreimal laufen und dann einmal schießen. Er hat eine Aktion in den Bajonettangriff. Ist anscheinend zu weit weg, ne? Auf wen kann man den machen? Auf keinen. Ist das ein Bajonettangriff? Nein. Ist mir gerade nicht ganz klar. Wenn wir normal mit ihm laufen... Ah, der ist außerhalb der Reichweite, deshalb geht das nicht. Wir könnten aber hierhin laufen und schießen. Hier könnten wir ihn von der Seite auf ihn schießen. Das wäre eine Aktion. Einschüchtern. Gegner kommen aus der Deckung und werden unterbrochen. In 10 Meter Umkreis. Da könnte... Ja, natürlich! Ja, das machen wir, weil da kann er mit den drei Aktionspunkten was machen. Er ist im Augenblick festgenagelt. Das heißt, er muss... Was sind aber 10 Meter? Er muss zwei... Mit zwei Aktionen... Er muss... Ja, natürlich. Er zieht hier in den Rand rein. Hierhin. Zwei Aktionen. Bis hierhin. Zwei Aktionen. Dann sieht er zwischen. Das sollte doch ausreichen. Zwei Aktionen hierhin. Zwei Aktionen, komm hierhin. Offenes Feld. Unterwegs. So, jetzt hat er eine Aktion übrig. Und jetzt geht er auf Einschüchtern. Wer ist alles davon betroffen? Er ist betroffen. Das heißt, er wird unterbrochen im Feuerschutz, den er gibt. Alles klar, Mann. Zeit ins Bett zu gehen. Ja. Und jetzt können wir auftreten. Jetzt nehmen wir ihn hier. Den. Und er kann jetzt rausgehen. Kettensäge hat leider nur eine Abklingzeit. Könnte hier eine Hinrichtung machen und dann hätten sie einen weiteren Aktionspunkt, eventuell auf ihn zu schießen. Wenn er normal schießen würde, 33%, das ist mies. Aber, wie viel, der hat 500 Punkte. Sie hat 200, er hat 200. Er ist der Einzige noch mit Aktionspunkten hier, ne? Er könnte den anderen aber, wenn er eine Hinrichtung durchführt hier, da braucht er zwei Aktionen. Da würde er zwei Aktionen verbrauchen, hätte dann auch noch eine und würde ihm eine schenken. Wenn er eine Aktion geschenkt bekommt, was wird er dann damit machen? Ja, hier, wir können ihn leider nicht anklicken, oder? Ach Mist, wir können ihn nicht mal anklicken.
Hat er dann irgendwas, das er ihn killen kann? Ich weiß es nicht. Alternative wäre, dass er ihn einfach normal vorziehen. Wir machen das mal. Wir machen das mal mit der Hinrichtung. Einmal Hinrichtung hier. Yep. Urteil wurde vollstreckt. Bedrohung neutralisiert. Er hat noch eine Aktion und alle anderen haben eine Aktion dazu bekommen. Und jetzt kann er mit der Aktion, die er hat, jetzt nehmen wir uns erstmal sie, sie steht ja hier oben, und sie kann auf ihn ballern, sie hat den Höhenvorteil und er hat noch 200 Trefferpunkte. Der Gnasher, Wahrscheinlichkeit 10%, das ist mies. Die Snap, Wahrscheinlichkeit auch ganz gering, ne? 22, das kann man nicht machen. Sie hat eine Aktion, sie kann von da oben nichts machen. Er hier hat eine Aktion. Er kann auf ihn ballern, aber das wird auch nichts helfen. Die Wahrscheinlichkeit 18%. Wir müssen denen extra Aktionspunkte schenken, aber wie? Wenn wir noch eine Hinrichtung... Können wir noch woanders eine Hinrichtung machen? Nein. Er hier hat einen Aktionspunkt. Er kann auf niemanden schießen. Er könnte höchstens gleich in Feuerschutz gehen. Er könnte auf alle in Feuerschutz gehen, wenn der irgendwie was macht. Also zuerst noch mal Folgendes. Er hier steht ja direkt vor dem Kollegen hier und er hat nur noch 200 Trefferpunkte. Das heißt, er gibt aus kürzester Entfernung dem Ziel hier mit 93% Trefferwahrscheinlichkeit den Rest. Das klappt. Yep. Nur noch einer! So. Zwei haben noch Aktion, drei haben jeweils nur eine Aktion. Niemand kann auf ihn mit irgendeiner realistischen Trefferwahrscheinlichkeit feuern. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir allen sagen, wenn der sich bewegt, dann ballerst du bitte auf ihn drauf. Mehr können wir nicht machen. Das heißt, das ist alles, was wir machen können. Der Rest ist ja schon tot und wir können keinen mehr hinrichten. Das heißt, wir gehen auf den Retro-Lancer, weil er hat extrem viele Trefferpunkte. Das ist der mit der geringen Trefferwahrscheinlichkeit. Aber voller Schaden, gehen auf Feuerschutz und wenn er irgendwas tut, dann wird auf ihn geschossen. Und wir gucken mal, was passiert. Hey, Bajonettangriff geht nicht, ist zu weit weg. Klappt nicht. Geht auch nur mit gerader Linie, hier steht's. Kann man nicht machen. Das heißt, Feuerschutz und hier drauf. Einmal wird er auf ihn schießen. Waffenexperte meldet sich. Er hat auch nur eine Aktion, aber das ist ja vollkommen sinnlos. Er kann mit der Snap aus einer riesigen Entfernung hier Feuerschutz geben. An mir besser als nichts. Niemand vorbei. Und sie hier oben? Sie gibt mit der Gnasher. Die hat nur eine Aktion, Feuerschutz nach unten hin. Hier hin. Boah, ist das schwer zu sehen, ne? Was wird der dort unten machen? Den Bereich hier. Scanner jetzt. Jetzt, Achtung, Daumen drücken. Augen auf! Da kommt noch eine Welle! Nein, bitte nicht. Nein, nein, nein. 6, 4, 10 neue Gegner. 10 neue Gegner in einer Runde. Wir haben die dann noch nicht mal alle umgebracht. Was erlauben sich die Entwickler? Was ist denn das für eine Unverschämtheit? Wir kämpfen darum, einen letzten zu töten. Wir haben ein Loch zugestapft und da kommen 10 neue Gegner rein. Für unsere 4 Leute. Wir haben noch nicht mal Granaten in genügender Stückzahl. Was ist das für eine Unverschämtheit? Protest! Ich lege Protestnote ein, eine feierliche Protestnote.